Hallo Leute, ich bin Michael vom Mikey's Tech Channel und für euch heute auf der IFA unterwegs. Ich werde mir das ein oder andere Gadget für euch anschauen und melde mich dann von den entsprechenden Messeständen. Viel Spaß beim Video! Stand von Lenovo und möchte euch das Lenovo Mix 700 vorstellen, ein Tablet-Ultrabook-Ersatz und im Prinzip eine Alternative zum Microsoft Surface Pro 3. Wir sehen hier, das ist das goldene Modell mit Tastatur zum Abmachen, Dock an der Seite, sehr dünn. USB-Anschluss, HDMI-Ausgang, Lautstärke wird bei einem Ausschalter, relativ dünn, fühlt sich sehr hochwertig an. Hinten haben wir eine, das nennt sich Intel RealSense 3D-Kamera, bin ich gespannt, was das auf sich hat. Eine Kamera an sich, ein Stand, wie wir das beim Surface Pro 3 auch kennen. Ja, alles aus Metall. Nochmal ein USB-Anschluss, die Lautsprecher. Rechts und links. Ja, das Gerät. Genaueres ist noch nicht bekannt. Läuft mit Windows 10. Hat einen Intel Core M-Prozessor drin, der 6. Generation, die jetzt erst vorgestellt wurden. Das Tastaturdock wird es wahrscheinlich extra dazu geben. Und nach meinen Informationen wird es das Gerät ab Januar 2016 in Deutschland geben. Für mich ein ganz schönes Gerät. Ja, warten wir mal ab, wo der Preis liegt und ob es eine Alternative zum Surface 3 Pro ist. Das war Mikey Z von der IFA 2015. Wir sehen uns.